Läuft so langsam. Oh, das ist der Aufseher, oder? Oh ja. Nein. Warten Sie. Das sieht nicht gut aus. Sie wissen, dass ich das nicht tun kann, Freddy. Gehen Sie jetzt wieder nach unten. Das ist doch der Laurier. Tun muss, was wir beide bereuen werden. Werde ich jetzt einfach eingeloggt? So wie Brotsch? Tunnelschlangen kann man nicht einsperren. Halten Sie sich da raus. Taylor, Schluss mit der Schießerei. Sind Sie denn nicht schlau genug, uns fern zu bleiben? Officer Taylor, Sie hätten Freddy fast niedergeknallt. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte ihm nur Angst machen, aber er hatte ein Messer. Bei diesen Rebellen kann man nicht vorsichtig genug sein. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Ich sage Ihnen, die machen mir Angst. Ich weiß nie, wann sie mal etwas wirklich Gefährliches aushecken. Was ist hier unten passiert? Ich habe Agnes, meine arme Frau, verloren. Das ganze Chaos und die Kämpfe hat ihr altes Herz einfach nicht mehr verkraftet. Ich muss jetzt los. Ja, unbedingt. Verdammt nochmal. Hier sind wir auch lang gekommen. Das weiß ich noch. Admin. Ich glaube, er bleibt jetzt nur noch da stehen, ne? Ja, er bleibt nur noch da stehen. Das heißt, wir müssen jetzt auf eigene Faust gucken, wo sie ist. Und da steht er. Da steht der Drecksack. Und er weiß, dass wir wieder hier sind. Hard work is happy work. Work is work. Thank you, Overseer. Fuck you, Overseer. Er weiß, dass wir hier sind. Natürlich weiß er, dass wir hier sind. Sie hätten nie gehen dürfen. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass niemand mehr aus der Vault rauskommt. Na bitte! Ich will ihn nicht töten, aber er lässt mir keine andere Wahl. So leid mir das tut. Gefängniszellen-Kennwort. Das werden wir vielleicht noch benötigen. Oder zumindest brauchen können. Amata ist bestimmt hier. Oha, das sieht ja aus wie eine Zelle. Verschlossen durchschnittlich. Warum ist derjenige hier eingesperrt? Und warum bin ich so blöd? Wer bist du? Die Rückkehr überrascht mich völlig. Lange nicht gesehen. Ich schätze, der GUAT-Test hätte nicht vorhersehen können, was aus Ihnen werden würde, nicht wahr? Erinnern Sie mich daran, eine Frage zur Rettung Ihres Lehrers aus dem Vault-Gefängnis hinzuzufügen, falls sich die Vault je wieder normalisiert. Übrigens, während ich dort war, hörte ich von den Wachen beunruhigende Dinge. Was haben Sie von den Wachen gehört? Ich habe die Wachen über einen Plan sprechen hören, Amata und den Rest von uns zu überfallen. Sonst habe ich nichts gehört, aber ich glaube, er hat es auf dem Sicherheitsterminal gelesen. Vielleicht finden Sie da mehr. Das bedeutet nichts Gutes. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Die meisten von ihnen sind nur Kinder, die sich in die Idee verrannt haben, die Welt sehen zu wollen. Um zu überleben, müssen wir die Vault öffnen. Wenn wir das nicht tun, werden wir hier unten immer weniger werden, bis alles zu spät ist. Was ist hier unten passiert? Es war ganz schön schlimm. Viele geben ihrem Vater die Schuld, aber ich weiß, dass das keine Absicht war. Werfen Sie ihm und sich selbst nichts vor. Ich muss jetzt los. Pass hier unten gut auf dich auf. Wie sie einen einfach manchmal siezen und dann auf einmal wieder duzen. Das ist schon echt lustig manchmal. So wie sie immer zwischen den Personen hin und her springen. Manchmal du, manchmal sie und dann wieder du, dann wieder sie. Schreibtischterminal. Zellentüren sperren, vertraulich. Nur für Personen mit höchster Sicherheitsstufe. Von höchster Offizier. Betreff Überfall auf Rebellen. Angesichts der erhöhten Aktivitäten rebellischer Elemente bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir es uns nicht länger leisten können,
diesem Abschaum der Menschheit gegenüber Gnade walten zu lassen. Obwohl einige weiterhin auf eine friedliche Lösung zu hoffen scheinen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sie beschließen werden, uns direkt anzugreifen oder, was noch schlimmer ist, unsere Familien. Ich schlage vor, ihr Gelände um Mitternacht zu überfallen, mit scharfer Munition und ohne jede Gnade. Statuieren sie an den ersten beiden Rebellen, die Widerstand leisten, ein Exempel, damit sich die übrigen ergeben. Wir werden zwar vielleicht ein oder zwei Leute verlieren, aber dadurch ist die Vault als Ganzes retten, und das ist es, worauf es letztendlich ankommt. Sie dürfen weder den Aufseher noch eine der zarter beseiteten Sicherheitswachen von diesem Plan in Kenntnis setzen, da diese lediglich Einwände erheben und unseren Untergang besiedeln würden. Wenn die Sache über die Bühne gegangen ist, werden sie schon begreifen, dass es den hohen Einsatz wert gewesen ist. Wir werden diesem Abschaum zeigen, was passiert, wenn man in unserer Vault aus der Reihe tanzt. Brauchen wir nicht. Gefängniszellen-Kennwort, ja. Gut, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr eigentlich. Ja, hier ist es ziemlich ruhig. Untergeschoss. Tür. Hier ist das Büro des... Sind Sie denn nicht schlau genug, uns fern zu bleiben? Okay. Da steht er. Wie ich sehe, sind Sie zurückgekehrt. Haben Sie den Staub und die Ruinen des Ödlands satt und die Suche nach Ihrem Vater aufgegeben? Sie wollten sich wohl einfach wieder reinschleichen. Tja, da haben Sie allerdings Pech. Sie haben in dieser Vault keine Zukunft mehr. Sie sind verdorben. Verdorben? Sie sind die Drecksau, die Jonas ermordet hat. So wie Sie diese Vault leiten, wird es für niemanden hier eine Zukunft geben. Schluss mit dem Geplänkel, ich interessiere mich einfach nur für Ihre Meinung. Und Sie sind tot. So wie Sie diese Vault leiten, wird es für niemanden hier eine Zukunft geben. Genau in diesem Punkt irren Sie sich, junger Mann. Indem ich diese Vault abriegle, schütze ich die Zukunft Ihrer Insassen. Ich schützte Ihre Zukunft auch, als ich in jener Nacht, in der Sie und Ihr Vater uns verließen, diese unangenehmen Entscheidungen treffen musste. Ich wünschte nur, ich hätte Ihren Vater aufhalten können, bevor er ging. Wenn jemand die Schuld an diesen Unannehmlichkeiten trägt, dann er. Versuchen Sie nicht, Ihre Morde und Lügen zu rechtfertigen. Es gab nie Drohungen. Sie sagen das wie einer, der nie schwere Entscheidungen treffen oder Menschen führen musste. Jonas wollte mit Ihrem Vater weggehen. Dann wären Ihnen noch mehr gefolgt. Und im Handumdrehen wäre die Vault zur Hälfte leer gewesen. Dann wären in unserer Heimat, der letzten Bastion der reinen Menschheit, nur ein paar alte Sturköpfe übrig geblieben. Zu wenig für einen Fortbestand. Sie beschützen Ihre Leute nicht, sondern vernichten sie. Sehen Sie das nicht? Die Vault muss nicht isoliert werden, um die Bewohner zu schützen. Das ist ein gutes Argument, trotzdem müssen sich die Dinge hier unten ändern. Ja, stimmt. Ich versuche, meine Leute zu retten. Sie sind möglicherweise die einzigen unschuldigen, harmlosen Menschen dieser Welt. Zerstören Sie nicht die letzte Chance der Menschheit, nur weil Ihnen die Entscheidungen nicht gefallen, die ich zu Ihrem Schutz treffen musste. Warum rebellieren Sie? Ich weiß wirklich nicht, warum Sie das tun. Begreifen Sie denn nicht, wie gefährlich es da draußen ist? Stattdessen verzichten Sie auf die Sicherheit, die Ihnen die Vault bietet, nur um in unsere Fußstapfen zu treten. Ich kann nicht zulassen, dass Sie das sich selbst oder dem Rest von uns antun. Ich muss wieder los. Sofort. Ich glaube, ich habe die Lösung für die Probleme der Vault. Sie wollen die Suppe auslöffeln, die Sie uns eingebrockt haben? Na, dann schießen Sie mal los. Ich werde die Rebellen stoppen. Lassen Sie mich nur kurz mit Ihnen sprechen. Die Rebellen haben recht, sie müssen die Vault öffnen. Ich schulde dir noch was wegen Jonas. Jetzt schweig und stirb, du Hurensohn. Boah, eigentlich bin ich mir doch nicht sicher. Wir machen das einfach mal. Ich werde die Rebellen stoppen. Lassen Sie mich kurz mit Ihnen sprechen. Sie hatten immer einen gewissen Einfluss auf Sie. Anders als ich und meine Wachen. Also gut.
Gehen Sie zu meiner Tochter und bringen Sie sie dazu, diesen rebellischen Unfug bleiben zu lassen. So, wir werden mal mit wir werden mal mit Amata reden. Mal gucken, was sie da zu dem ganzen Zeug zu sagen hat. Büroschlüssel des Aufsehers. Ah ja. Hier ist noch eine Tür. Ah, gibt's aber auch nichts. Amata gehört also jetzt zu den Rebellen. Na, da schau einer her. Guck mal, einer schau. Computer Room. Ja, kein Zugang. Das war mir irgendwie klar. Wir gehen mal hier runter. Oder muss ich hier... Ne, hier geht's nur zum Aufseher. Okay. Das heißt, über den Weg müsste ich Amata eigentlich finden. Ne, hier unten bestimmt nicht. Ich schätze mal, sie läuft hier irgendwo rum. Atrium, das sieht doch gut aus. Hey! Verdammt! Sieh mal einer an, wer da wieder in die Vault hereinspaziert ist. Es gehört wirklich Mut dazu, nach allem, was du vermasselt hast und was dein Vater getan hat, wieder hierher zurückzukehren. Wenn sie schon mal zurückgekommen sind, können sie sich auch gleich nützlich machen. Sie müssen uns helfen. Hilfe? Welche Art von Hilfe? Welche Art von Hilfe werde ich wohl meinen? Du hast doch sicher von den Änderungen gehört, die seit eurer Abreise hier eingetreten sind, nicht wahr? Die Todesfälle, die Lügen, diese ganze Sache mit der Abriegelung durch den Aufseher. Kommt dir das bekannt vor? Mann, die wären schon längst hier reingestürmt, wenn sie nicht gewusst hätten, dass ich beim Ausrufen des Notstands eine ihrer Waffen geklaut habe. Na, jedenfalls musst du uns helfen, hier rauszukommen. Mir musst du helfen, hier rauszukommen. Warum musst du so dringend weg von hier? Weil alles, was es da oben geben könnte, besser ist, als hier unten ein Leben lang immer dasselbe zu machen. Denk doch nur daran, Mann. Hier unten habe ich immer dieselbe Arbeit, dasselbe Essen und dieselben Leute, bis ich schwarz werde. Du und dein Vater, ihr hattet die richtige Idee. Nämlich, aus diesem Drecksloch zu verschwinden und euch ein eigenes Leben aufzubauen. Tja, das stimmt schon irgendwie. Butch, was machst du denn in der Vault? Dieser verdammte GOAT-Test behauptete, dass ich Friseur werden müsse. Aber das passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin ein Barbier, verstehst du? Da besteht ein Riesenunterschied. Butch, kannst du mir die Haare schneiden? Nee, komm, lass mal. Brauche ich nicht. Was hast du draußen vor, Butch? Ich werde natürlich eine Bande gründen. Das wird die wildeste, tollste und stärkste Bande werden, die das Ödland je gesehen hat. Hey, wenn du deine Trümpfe richtig ausspielst, lasse ich dich vielleicht mitmachen. Was hältst du davon? Dieser Trottel hat überhaupt keine Ahnung. Was sage ich ihm denn jetzt? Hey, ich bin doch bereits bei den Tunnelschlangen, hab ja die Jacke und so. Nein, du hast keine Ahnung, wie viele schwachsinnige Raider-Gangs es da draußen gibt. Ja, aber sowas wie mich haben sie noch nicht erlebt. Butch wird dieses Ödland im Sturm erobern. Was hast du da draußen vor, Butch, ja? Ich hab doch schon die Jacke. Ja, aber das wird eine neue Bande sein. Weißt du, wir werden nicht bloß in Tunnels rumschleichen. Außerdem werden viel mehr Leute beitreten wollen. Das wird ein harter Konkurrenzkampf werden. Warum sollte ich dir helfen, Butch? Weil du schon immer so ein unverbesserlicher Tugendbold gewesen bist. Darum wirst du mir auch helfen, wenn ich Hilfe brauche, stimmt's? Du wirst doch Amata sowieso helfen, oder etwa nicht? Bring uns einfach aus der Vault raus. Dann verschwinde ich und geh dir nie mehr auf die Nerven. Wenn's so einfach wäre. Was ist in der Nacht passiert? Ich hörte den alten Stanley darüber jammern, dass viele der Sachen unten im Reaktor böse Schäden davongetragen haben. Es ist nicht allzu schlimm. Jedenfalls jetzt noch nicht. Er macht sich aber ständig Sorgen, dass das Luftfiltersystem oder so etwas ausfallen könnte. Wenn das passieren würde, müssten wir natürlich alle die Vault verlassen, stimmt's? Ich muss wieder los. Bis später, vielleicht. Amata, was hast du dazu zu sagen? Oh Gott, du bist zurück! Du hast meine Nachricht bekommen und bist tatsächlich zurückgekehrt! Ich bin sofort los, als ich hörte, du wärst in Schwierigkeiten. Ja, stimmt nicht ganz, aber wir sagen das mal. Oh, ich danke dir. Als du weggegangen bist, ist das Chaos ausgebrochen. Und jetzt, wo du zurück bist, kannst du helfen, wieder Ordnung zu schaffen. Du hast damals mein Leben gerettet, Amata. Ich helfe dir gern. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Menschen retten können. Jonas, Familie Hannon und viele andere kamen in dieser Nacht ums Leben.
Es war schlimm genug, dass sie starben, weil mein Vater die Tür geschlossen halten wollte. Aber dann fand ich heraus, dass sie für eine Lüge starben. Ich habe herausgefunden, dass die Vault nicht immer geschlossen war. In diesem Punkt haben sie uns unser ganzes Leben lang belogen. Was? Wie ist das denn rausgekommen? Nach dieser Nacht hörte ich Wallys Vater sagen, wir hätten dich und deinen Vater nie in die Vault aufnehmen sollen. Ich fand heraus, dass die Vault früher geöffnet war. Als wir Babys waren, wurde sie geschlossen. Wir sollten nie erfahren, dass sie einmal offen war. Um die Lüge aufrechtzuerhalten, musste Jonas sterben. Und obwohl wir die Wahrheit kennen, lässt uns der Aufseher keine eigenen Entscheidungen treffen. Der Aufseher, wie sie über ihren Vater redet. Seine Macht hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er muss aufgehalten werden. Warum gehst du nicht einfach? Gerade jetzt ist es nicht schwierig. Hab gehört, ein paar von euch wollen nach draußen. Ziemlich verrückt. Eigentlich ist es Papas Schuld. Er ist weg und hat diesen ganzen Mist eingebrockt. Hab gehört, ein paar von euch wollten nach draußen. Ziemlich verrückt. Nun ja, wenn man die Wahl hat, Hilfe zu holen oder unter Todesdrohung im unterirdischen Bunker zu bleiben. Ich weiß natürlich nicht, was da draußen ist. Aber es kann doch nicht schaden, einen Blick zu riskieren. Habe ich recht? Es gibt weitere Überlebende. Einige halten sich sogar besser als die Vault. Da draußen gibt es mehr, als wir ahnen. Gutes, Schlechtes und Neutrales. Da draußen ist eine tote Welt. Hier unten ist man besser dran. Trotz des Irren. Ja, eigentlich will ich Amata nicht nach draußen lassen, weil da könnte sie sterben. Aber andererseits ist es schon verständlich, dass sie nach draußen wollen. Deswegen, es gibt weitere Überlebende. Einige halten sich sogar besser als die Vault. Deswegen müssen wir raus können. Mit ihnen handeln und Vorräte und Leute besorgen, die wir beide brauchen. Oder auch nur Leute kennenlernen. Aber nichts davon geht, solange mein Vater alles abgeriegelt hat. Bitte, es muss unbedingt was geschehen. Das wissen Sie doch am besten. Jetzt hat sie mich auf einmal gesiezt. Sie sagen, dass du die Sicherheit der ganzen Vault gefährdest. Aber die Vault war doch früher geöffnet und wir sind trotzdem noch hier, oder etwa nicht? Damals hat es geklappt. Warum sollte es jetzt nicht klappen? Nein, sie haben nur Angst, dass wir es vermasseln und verletzt werden und wollen nicht akzeptieren, dass wir auf uns selbst aufpassen können. Ich glaube, ich habe eine Lösung für die Probleme der Vault. Das hoffe ich sehr. So wie jetzt können wir nicht weitermachen. Ja, ich kann schon verstehen, dass sie raus wollen, aber draußen ist es eigentlich echt viel zu gefährlich. Ich speichere mal erstmal. Ich speichere mal eben und jetzt rede ich nochmal mit ihr. Ich habe die Lösung für die Probleme. Draußen lauern lauter Gefahren, hier drinnen ist man sicher. Was willst du denn damit sagen? Sprache 50%, durch die Isolation ist die Vault sicher. Es wäre Wahnsinn, das aufzugeben. Und wenn ein Diktator an der Macht ist? Naja, wir haben erneuerbare Nahrungs- und Wasservorräte, unüberwindliche Verteidigungsanlagen und Technik. Das ist draußen sicher selten, oder? Ich kann dich im Ödland da draußen doch nicht einem elenden Tod überlassen. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Aber wenn ich gehe, werden mir andere folgen. Und ich könnte es nicht ertragen, ihren Tod auf dem Gewissen zu haben. Okay, ich gebe nach. Na los, sag meinem Vater, dass wir nicht mehr versuchen werden, die Vault zu verlassen. Ihr beide habt recht. Danke, dass du dich um uns gekümmert hast. Du wirst uns allen fehlen. Ja, wie gesagt, das Problem ist ja nicht, dass sie raus wollen. Das Problem ist, draußen gibt es nichts. Es gibt ja draußen eigentlich nichts, wofür es sich lohnt, rauszugehen. Hier unten, wie sie schon sagt, hier unten haben sie Essen, hier unten haben sie Trinken. Schön, dass wir uns wiedersehen. Hier unten haben sie alles, aber oben, da gibt's nichts. Toll, sie sind wieder zurück. Christine Kendall? Krass. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Was ist hier unten passiert? Nee, das wissen wir ja alles. Sie sind am Leben. Ja, Susie Mac. Natürlich bin ich am Leben. Was ist denn mit ihm? Hallo, schön Sie wiederzusehen. Was ist mit ihm los? Ich kann es nicht fassen, dass sie fast niedergeknallt haben. Ich sage Ihnen, diese Wachen werden von Tag zu Tag schlimmer. Eines Tages werden sie es auf die Spitze treiben. Aber dann werde ich bereit sein. Ja. Butch werde ich rauslassen, aber Amata nicht. Hey Butch, schön, ne? Dass wir uns wiedersehen. Hallo, was gibt's Neues? Ich muss los. Ja. Hallo.
Um Butch wäre es mir nicht zu schade. Aber irgendwie, wie gesagt, Amata, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Ich könnte Amata nicht einfach rauslassen. Wie wär's damit? Oh Mann, auf sie wartet jede Menge Ärger. Er sitzt hier einfach, weißt du. Soll ich ihm mal dein Essen klauen? Klauen, Wally Mac, was hat er denn dabei? Natürlich nichts. Warum auch? Eine Kamera. Zigarette. Gabel. Oh. Janice Wilkins. Huch. Ups. Atriums Obergeschoss. Wehe, der redet mich jetzt wieder an. Wie wär's denn damit, uns einfach in Ruhe zu lassen? Ja, es ist genug Schaden angerichtet worden. Das stimmt. Da hat er ja nicht ganz Unrecht. Da vorne kommen wir sowieso nicht rein. Ja, das war ein kurzer Ausflug in die Vault. Aber wir haben die Probleme gelöst. Ja, wie gesagt, das Problem ist einfach, da draußen gibt es nichts. Es gibt draußen nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Butch und Amata sterben würden, wenn sie rausgehen würden. Wo ist der Aufseher? Hä? Bin ich blöd? Natürlich, am Schlafen. Wie wär's damit, uns einfach in Ruhe zu lassen? Wie ich höre, haben sie sich mit unseren Rebellen unterhalten. Ich habe offenbar Ihre Überredungskünste unterschätzt. Ich begrüße Ihre Zurückhaltung. Gewalt würde unsere Gemeinschaft nur schwächen. Und gerade Schwäche können wir uns jetzt nicht leisten. Jetzt haben wir wieder eine starke Führung. Und in Vault 101 wird alles gut gehen. Ich nehme an, dass Sie für Ihre Hilfe eine Belohnung haben wollen. Ich nehme ihr GEEK und jegliche Technik, die sie entbehren können. Die Vault 101 hat kein GEEK, das weiß sogar ich. Ich bevorzuge eine Bezahlung mit Lebensmitteln und Munition. Ach, natürlich. Die Währung einer gesetzlosen Gesellschaft. Möchten Sie vielleicht auch ein paar zugespitzte Pflöcke und Kampfhunde? Wir haben hier unten nicht viel Munition. Dürften aber ein paar abgepackte Mahlzeiten übrig haben. Hier, vielleicht wird Ihnen das helfen, wenn Sie wieder ins Ödland zurückkehren. Gehen Sie jetzt. Cram. Oh, 520 mal 5 mm Schuss. Na, immerhin. Ich werde Vault 101 nie mehr im Leben verlassen. Nein, das sage ich nicht. Bitte sagen Sie allen in der Vault Lebewohl von mir. Gut, ihr Bastarde könnt hier unten verrecken. Nee, sagen wir das hier. Das werde ich tun. Ich weiß, dass einige sie sehr vermissen werden. Genauso wie manche immer noch ihren Vater vermissen. Ich zähle natürlich nicht zu diesen sentimentalen Narren. Sie haben der Vault wieder Frieden geschenkt und sind für diese Leute praktisch ein Held. So, jetzt müssen sie gehen. Danke und lebe wohl, Ödländer. So, raus hier. Vault 101 dauerhaft verlassen. Ja, der Besuch zeigt, auch in der Vault läuft nicht alles unbedingt so super hier. Zumindest nicht so super, wie man denkt. Sie machen Ärger. Ich warne Sie. Ja, ja, alter Sack. Einmal speichern. Auf Wiedersehen, Vault 101. Fox. Ich hatte auf Ihre Rück... Los geht's. Machen wir uns auf die Beine. Geht sie automatisch zu, die Tür? Ja. Geht sie. Das war's. Und wir werden vermutlich nie wieder zurückkehren.
In die Vault 101. Wer immer mich hören kann, mein Name ist Werner. Ich komme aus einer Ansiedlung im Norden. Ich habe Informationen von großem Wert für jeden, der gewillt ist, mir dabei zu helfen, meine Leute zu befreien. Bitte, helfen Sie uns. Dieser Funkspruch wiederholt sich. Wer immer mich hören kann, mein Name ist Werner. Ich komme aus einer Ansiedlung. Ja, Ansiedlung. Die Mission startet hier oben beim Tempel der Einheit. Wir könnten da theoretisch eigentlich mal hingehen. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Dann holen wir uns die Mission noch ab, aber ich glaube, das machen wir nicht jetzt. Gott, es ist noch so unfassbar viel zu tun. Vault 87. Oasis. Vault 92. Gördershade. Vault 108. Ja, Flussschiff-Anlegestelle. Wo ist denn hier Shellbridge? War das Shellbridge? Finden Sie die Quelle der Funkübertragung. Dort oben. Ja, sollen wir jetzt nach Pit gehen oder nicht, ist die Frage. Ich will ja auch mal nach Vault 106 eigentlich. Und zwar noch in absehbarer Zeit, weil das eine sehr interessante Vault ist. Vault 87 müssten wir auch nochmal entdecken. Sollen wir mal Vault 106 einfach betreten? Weil es gibt für Vault 106 keine Mission und von daher können wir da eigentlich mal hingehen. Da gibt es nämlich eine Wackelpuppe. Ich müsste nur mal kurz nachgucken, welche Wackelpuppe es da gibt. Einen Moment, ich gucke mal ganz kurz nach. So, ich habe jetzt auch einen Plan, was wir machen. Wir werden Vault 106 einen Beruf abstatten, genau. Wir werden kämpfen. Erstmal kämpfen, genau. Das ist immer das Wichtigste. Ödländer kämpfen gegen... Ja, warum nicht? Alter, was geht denn mit denen? Hauptsache 20 Raider mit Flammenwerfern oder was? Crow, okay. Na komm. So. Fox macht den Rest. Da bin ich mir sicher. Der macht den Rest allein. Hat er schon. Na also. Sag ich ja. Kein Problem für ihn. Vorsichtig. Wo habe ich denn den anderen erwischt? Den anderen mit dem Flammenwerfer. Der war doch hier auch irgendwo. Der war das nicht, der hat nur ein Messer. Der hat immerhin Munition. Ach, egal. Wir gehen zwar zur Vault. Allerdings... Ups. So. Karawanenwache. Na, die kam ja auch wie gerufen eigentlich. So, wir entdecken kurz Vault 106. Aber wo ich jetzt schon mal gerade hier bin, können wir auch noch schnell etwas anderes erledigen. Ein Riesen-Red-Skorpion, der mich bestimmt sogar schon gesehen hat. Kannst mir nicht erzählen, dass der mich nicht gesehen hat. Mensch, hoffentlich kriege ich bald den Perk Sprint des Sensenmanns. Das würde mir auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht etwas vorteiliger Vorteile bringen. Okay, wir machen es anders. Wir gehen erstmal nach Arafu. Genau, ich musste kurz was nachlesen, aber wir sind hier richtig, genau. Arafu und wir gehen in das Haus von Evan King. Denn im Haus von Evan King
fliegende Einkaufswagen, okay. Im Haus von Evan King gibt es... Wir müssen warten, bis wir versteckt sind. Na komm. Ich weiß es nicht, ob er das ist, der mich erkennt, oder ob das da hinten einer von denen ist. Aber Evan King darf uns jedenfalls nicht sehen. So, wenn wir sein Haus knacken. Das wäre eher suboptimal.